So, wir holen uns den nächsten Auftrag. Wir fahren aber wieder in Europa. Wir fahren nach Belgien. Eine Stadt, die wir eh schon kennen. So, 138 Kilometer. Nach Lüttich. Hier haben wir Spielzeug. Spielzeug haben wir glaube ich noch nie geliefert. Mal was ganz Neues. Auf der Autobahn rauf. Park. So, dann schauen wir mal, 900 Kilometer, da müssen wir jemandem danken, wenn wir Love. Schon Lava. Das ist eigentlich dieselbe Strecke, die wir vorhin schon hierher gefahren sind. Wir sind auch Lüttich vorbeigefahren. Einziger Unterschied eben, dass wir hier jetzt in Lüttich dann abfahren. Aber ansonsten dieselbe Strecke, jetzt nochmal retour.
Strecke bei Tesla gewesen. Da fahren wir jetzt nach Belgien. Ja, wichtig ist, tun wir uns dann auch nochmal die Fahrer ansehen, wie es da jetzt wirtschaftlich aussieht, weil wir haben ja jetzt eigentlich nur einen Kredit zum Zahlen von, sage ich mal, maximal 6.000 pro Tag. Das heißt, könnte sich theoretisch ausgehen, dass sich die das schon rein verdienen und ich quasi wirklich nur gewinnen. Töpfe. Was sagen, was kriegen wir? 25.000? Ja, 26.000 für die Lieferung. Das ist schon wieder mal ein Schritt näher. Unseres Ziels. So, da werden wir auf jeden Fall stehen bleiben, tankieren. Aber ich freue mich auch schon. Wir haben 600.000 zur Verfügung, dann, ich sag, 200.000 gehen rauf, 400.000 haben wir für LKWs, das heißt, wir werden da zwei LKWs rauskriegen. Die neue Garage. Ja, 9.000 wieder gewinnen. Super Burschen und Mädels. Ja, logisch, ja, wenn dann erstmal, wenn wir dann wirklich noch eine Garage jetzt haben, wieder mit drei LKWs und seht, dass eigentlich nur ein Zweier bringt, ja. Sind das wieder 6.000 plus die 6.000. Das sind 12.000, das heißt, wir zahlen wieder den Kredit sowieso zurück und das, was ich annehme, ist sowieso wieder X Gewinn, also. Wir werden auf jeden Fall da schon absehbare Zeit, aber ich sag schon, bald wir die dritte oder vierte Garage dann hätten, ja, also wenn wir dann
Ich würde gerne zuerst in Linz, dann in Salzburg machen. Also Wien, Linz, Salzburg, wenn wir das dann mal haben. Ja, und dann jede Garage, sage ich eben, also dann haben wir 4, 7, 10 Fahrer und jeder verdient dann 2 am Tag. Ja, das sind 20.000. Das ist jeden Tag in der Woche gerechnet. Das ist schon eine Summe. Welcome to Quark. Renault-Händler. Das ist der erste, wir haben noch gar kein Renault. Nein, ich wollte mal schauen jetzt auf unsere Fahrer auch. Sogar noch mal stehen bleiben. Donnerstag 18:08 Uhr. Dürfen wir aber eigentlich nicht mehr stehen bleiben. Sieht aus von der Zeit her. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen auf der Autobahn. Da haben wir eine neue Nachricht, habe ich gerade gesehen. Erlieb von ihm. Ja, 5.788, jetzt aber mindestens schauen wir gleich nach. Schöne Zahlen. Ja, sehr schöne Zahlen. Also es sind Beautifuls. Ja. Sind fast 10.000, was sie unseren Tag annehmen. Also da kann man schon sagen, ah, dann haben wir fast sogar eben einen 11.000er Kredit schon drin und ich und die andere Garage machen dann den Gewinn. Na, gefällt mir. Also super. Super, dass es läuft. Auflieger kaufen wir übrigens außerdem am Anfang noch nicht. Das können wir dann später irgendwann machen. Nur 8. Das ist ein Stichwort. Oder was war es? 18:16. Aber wir müssen halt die Pause einholen.
Warst du jetzt hier irgendwo gar nicht mehr da? Wir holen das auf jeden Fall sicher ein. So, wir sind auch schon in Deutschland jetzt. Es ist auf einmal langsamer geworden, aber wirklich dezent langsamer geworden. Einfach wegen dem Tunnel. Gut, wir werden mal unser 95 jetzt fahren und sollten auch jetzt Zeit gewinnen. Das war jetzt mal hier vorne, ja, glaube ich.
holen wir das auf jeden Fall an. Wenn wir schon eingeholt haben dann. Jesus.